Weltweit sollen die schädlichen Treibhausgase begrenzt werden, damit sich die Erde nicht mehr als um 2 Grad erwärmt. Sollen sich auch die Schwellenländer auf verbindliche Ziele festlegen, dann müsse die EU vorangehen. Darin sind sich die 3 Umweltminister einig. Wir dürfen ein Scheitern wie beim Klimagipfel in Kopenhagen nicht wiederholen, sagt Frankreichs Umweltminister Philippe Martin. In seinem Land soll 2015 das neue weltweite Abkommen unterzeichnet werden. Doch in ihrer Energiepolitik gehen Deutschland, Frankreich und Polen verschiedene Wege. Besonders Polen mit seinem hohen Anteil an Kohlestrom hat bisher gebremst, aus wirtschaftlichen Gründen. Schon jetzt müssen die polnischen Haushalte mehr als 10% ihres Geldes für Energie ausgeben. Daher würde jeder weitere Preisanstieg negative Folgen haben für die polnische Gesellschaft. Polen will unter anderem Schiefergas aus tiefen Erdschichten gewinnen, mit dem umstrittenen Fracking den CO2-Ausstoß reduzieren. Langfristige Pläne, die Umweltminister setzen deshalb auf Kompromisse in der EU. Das hat nichts damit zu tun, dass man etwa Klimaziele aufweichen wollte, sondern das hat damit zu tun, dass wir in der Lage sein wollen und müssen, möglichst alle mitzunehmen. Denn ein weltweit verbindliches Abkommen sei nur realistisch, wenn sich zumindest die Europäer beim Klimaschutz einig seien.